Frauenhuber? Ja, grüß Gott. Meine Tochter, Kathi Kimberly, ein Unfall. Ja, ist verletzt. Na, um Gottes Willen. Na, um Gottes Willen. Ja, das ist ein Frastkind. Die soll ja doch in der Schule sein. Wo hat denn die das Auto her? Ja, nein, da haben sie schon recht, Frau Inspektor. Das ist jetzt nicht wichtig. Gell? Hm? Na, du liebe Zeit. Ja, natürlich. Wenn der Mann so schwer verletzt ist, natürlich zahlen wir das. Das ist echt klar. Ja. Aha. Ja, das ist lieb. Mhm. Ja, das war das ganz lieb, Frau Inspektor. Dann bringe ich Ihnen das gleich in Bar und dann passt es. Ja, passt, Frau Inspektor. Dann bis gleich, gell? Vierte. Na, das darf ja doch nicht wahr sein. Na, da machst du dir was mit dem Dirndl. Na, das, wenn die Froni erfährt, aus ist so geil. Also im nächsten Leben werde ich unfruchtbar, das sag ich dir schon. Na, das darf ja doch... Ah, da kommt's eh daher. Bist verletzt? Na, aber schau mal, tust du dich auch nicht, gell? Weißt, ein Auto stehen und einen Mann schwer verletzen. So weit ist schon gekommen mit dir. Ja, die Polizei hat mich gerade angerufen. Da brauchst du gar nicht so gefogelt reinschauen. Weißt, einen Gefallen tun sie mir noch. Ja, Bar darf ihn zahlen, deinen Schaden, damit du nicht vor den Richter kommst. Aber da fährst du jetzt mit und bedankst dich. Das sage ich dir schon. Ja, auf die Bank müssen wir 20.000 Euro abheben und dann müssen wir nach Linz und zum Bahnhof müssen wir es bringen. Geht schon dahin. Ich hoffe, ich habe es richtig verstanden, weil die Polizistin hat überhaupt nicht gescheit Deutsch können. Da nehmen sie halt auch schon jeden.